Wir kaufen Aktien! Das ist doch mal eine tolle Begrüßung. So 2% gibt's. Ich denke, ich weiß nicht, wie viel 2% wert sind. Vielleicht so 20.000. Ich glaube, da würde ich zuschlagen. Bei 20.000. Oder 15.000. Ich glaube, 15.000 ist okay. So. Da habe ich schon mal 2%. Ich weiß nicht, ob es ein guter Preis ist, aber hey, 2%. Immerhin. So, was möchte ich mir noch kaufen? Ich weiß es nicht. Größe, nö, brauche ich alles nicht. Hier ist hier jemand Interessantes. 72 ist schlecht. 70 ist noch schlechter. Das brauche ich halt auch nicht. Oh Mann, Leute. Nee, es wäre alles zu schlecht. Und du? Fred, mein Freund? Hast auch nichts Tolles im Angebot derzeit. Nun gut, ich würde sagen, wir holen uns ein bisschen Land. Und zwar hier. Die Map war ja ziemlich gut. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass es hier ebenfalls eine Menge Öl geben wird. Das fände ich ziemlich nett, glaube ich. So. Wie geht's los? Genau, mit dem Wünschelrutengänger. Das macht Sinn. Und einem Maulwurf. So. Und einem guten Preis bei den Linken. Schön. Du hast was? Perfekt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Land unfassbar schlecht sein wird. Ich weiß nicht wieso, aber ich bezweifle, dass das hier erfolgreich sein wird. Es tut mir leid, Leute. So, ich warte, bis wir 750 Dollar haben für größere Wagen. Dauert ja auch nur 3 Jahre, gefühlt. So, sehr schön. Dann kann ich auch gleich mal das Rohr hier verbessern, damit ein bisschen mehr Kohle hier reinkommt. Und auch ein bisschen schneller. So, jetzt geht's hier doch ab und wir verkaufen hier hin. Ah, Kacke. Was ich ganz cool finde, wäre, wenn man irgendwie so 5 oder 10 Wagen auf einmal kaufen könnte. Und das wäre ziemlich praktisch. Irgendwie, wenn man hier raufklickt oder hier einfach darüber geht, dass da unten dann so 5, 10 und 25 oder so aufploppt. Das wäre ziemlich praktisch. Nur so eine Idee von mir. So, das sieht doch auch gar nicht mal so kacke aus. Ich gehe hier mal mit dem Scanner hin und finde gar nichts. Toll. Zeit für 3 Maulwürfe und Zeit für ein größeres Rohr. Und da ist was. Perfekt. Ist da viel? Da ist extrem viel. Perfekt. Das hätte ich gern alles. Ganz bescheiden heute mal wieder. Ich hätte gern alles. Wie immer eben. So kennt man mich ja. Ich bin ein sehr bescheidener Mensch. Oh Gott, der Preis ist unfassbar schlecht. Ihr verkauft bitte gar nichts. Weil das eine Frechheit ist. Für sowas gebe ich... Oh, da ist auch was. Für so einen Preis gebe ich kein Öl her. Und Leute, jetzt... Oh Gott. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Was soll denn das? Jetzt holt euch doch Öl! Kann doch nicht sein! Das ist gerade alles ein bisschen kacke hier. Wir haben kein Geld. Hier kommt viel zu viel raus. Die gammeln rum. Wir brauchen eigentlich ein neues Silo. Das ist schlimm. So. Alter, euer fucking Ernst? Ja,
Jetzt geht halt mal wieder hoch, liebe Preise. Ich brauche zufälligerweise ein bisschen Geld, damit ich den Spaß hier weiterlaufen kann. Ich habe nämlich nur noch 15 Dollar und... Naja, 15 Dollar Eigenkapital ist jetzt nicht so cool. Vor allem, wenn man keine Einnahmen hat und auch kein Geld investieren kann oder so. Und noch mehr Zinsen hier aufnehmen muss. Ja, Zinsen muss ich nicht aufnehmen, aber Kredite. Ich bezweifle, dass es Leute gibt, die freiwillig Zinsen aufnehmen. Die bekommen zwar Zinsen, komplizierter Satz, aber die nehmen keine Zinsen auf. Das wäre sonst sehr mysteriös. So, Leute. Das war nur ein Liter, der rauskam, das geht voll klar. So, der Preis steigt. Geil. Geiler Scheiß. Ich will, dass ihr alles verkauft, was ihr nur verkaufen könnt, aber ich... Ach, Mensch. Jetzt vernachlässigt doch nicht die Scheiße hier. Hallo. Das kostet mich wieder 5000 oder so. Und ich habe eh kaum was eingenommen, weil die Dreckspenner zu dumm sind, um die Wirtschaft anzukurbeln und deshalb für Öl irgendwie 2 Cent mir geben. Was soll denn die Scheiße? Jetzt hier Pferde. Hallo. Danke. Boah. Kackspiel. Erstmal negative Steam-Review schreiben. Jetzt geht halt dahin, wollt ihr mich verarschen? Die gammeln hier alle rum, schaut mal, was die machen. Nichts, während hier alles explodiert. Alter, jetzt geht dahin. Dankeschön. Geht dahin. Geht. Alter, ich raste. Nee, tschüss. Geht halt dahin! Was ist los mit euch? Verkauft hier, dann ist der Weg nicht so weit. Geht einfach nur dahin. Mehr nicht. Und da. Und wenn ihr nichts zu tun habt, geht's zu den Silos. Aber kümmert euch halt erstmal um das hier, damit ich nicht 30.000 Strafe zahlen muss. Oh mein Gott, ich raste hier gleich aus. Ich raste komplett aus hier. Jetzt geht halt hin. Da gammeln 30 Leute rum. Und nichts passiert. Okay, so. Aber ganz ehrlich, schaut mal. Ich denke, ihr könnt auch verstehen, wieso ich mich aufrege. Ich reg mich doch jetzt hier nicht umsonst auf. Viele finden es ja lustig, wenn ich mich aufrege. Aber das hier ist doch das ist doch wirklich begründet. Also, schaut mal, das Spiel ist schon ein Jahr draußen. Und davor war es auch irgendwie ein Jahr oder 2 Jahre oder 3 Jahre vielleicht im Early Access. Wie kann man so eine Behinderte... Nichts gegen Behinderte, ich habe nur was gegen die KI. Wie kann man so eine Drecks-KI auf den Markt bringen? Wie? Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Es ist und bleibt mir ein Rätsel, wie man für sowas Geld verlangen kann. Ich meine, irgendwie, da explodiert alles seit 3 Tagen und die gammeln hier rum und holen sich uraltes Öl aus den Silos. So, okay, jetzt geht's wieder. Ich hatte einen schweren Tag. Ich hoffe, man kann das verstehen, dass ich mich aufrege. Es tut mir leid, aber sowas geht halt nicht. Das ist ein No-Go. So, hier ein paar Maulwürfe. Und ich will jetzt nicht in den Kommentaren sehen, ich bin zu dumm für das Spiel. Oder die KI ist extra so gemacht, damit man planen muss, wie man Rohre baut und wie man Silos setzt. Weil wenn ihr mir sagen wollt, dass man sich hier darauf konzentrieren muss, wie man Rohre baut. Okay, das vielleicht, aber wie man Silos setzen muss, wenn es darum in diesem Spiel geht. Dann leckt mich am Arsch, weil das könnt ihr mir nicht erklären. Die KI ist einfach dreckig und da gibt es wirklich keine Ausreden für. Die KI ist unfassbar schlecht. Sie ist unfassbar dumm. Punkt. Und wer was anderes in die Kommentare schreibt, wird geblockt. Nee, das nicht, aber das gibt's doch nicht. So eine scheiß KI. Ich habe mich ja jetzt irgendwie in 8 Parts oder der wievielte Part das ist. Keine Ahnung, in 10 Parts. 2 bis 3 Mal deshalb aufgeregt. 2 Mal weiß ich sicher, da war vielleicht sogar ein 3. Mal dabei, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe mich schon so oft deshalb aufgeregt. Ich habe mich in diesem Let's Play fast so oft aufgeregt wie im Klo-Manager. Und das heißt was. Der Klo-Manager soll einen ja aufregen, aber dieses Spiel nicht. Dieses Spiel soll einen entspannen und man regt sich ständig auf.
Da könnt ihr mir doch nicht sagen, dass dieses Spiel geil ist. Es macht zwar Spaß, aber es hat sehr viele Fehler. Also, was heißt Fehler? Es hat einfach sehr viele Sachen, die einfach nicht gut sind. Beispielsweise extrem viele unnötige Upgrades. Oder halt einfach die strohdumme KI. So, das war's. Immerhin, war eine schlechte Map, wie ich es vorausgesagt habe. 11.000 Ölaustrittsstrafe wegen dieser strohdummen KI. Was ist hier los? 11.000. Das ist ein Drittel meiner gesamten Einnahmen. Ein Drittel. Ich habe, als ich da auf der Map war, fast zu viel ausgegeben. Nee, andersrum. Als ich auf der Map war, musste ich 12.000 ausgeben. Die Ölaustrittsstrafe ist fast so hoch. Das heißt, ich hatte wegen diesem scheiß Ölaustritt doppelt so viele Ausgaben. Doppelt so viel. Hier hätte 26 stehen können. Ja, sogar 27 vorne. Und jetzt haben wir 15. Das gibt's doch nicht. Da kommt selbst fast Joshua ran. Das kann doch nicht sein. Tschüss.